TV Straßensound. Für Rap Update. Wir alles Ehrenmannsöhne, ja, ne? Ist so Ehrenmannsöhne. Ist das neue. Ehrenmann ist das neue Hurensohn. Langfeld. Hallo Vis-a-vis, wir rufen dich die ganze Zeit schon. Ja. Ich hab dir zu Ehre schon einen Freestyle gerade gemacht. Ja. Oder massiv war es sauer auf den? Waren irgendwelche Rapper sauer mal auf irgendeinen Julian? Da ist jetzt gerade Beef. Zwischen okay, Julian Block ist einer wie. Nimm uns nicht ernst, wir verarschen uns, wir verarschen Hip-Hop, wir verarschen Frauen, wir verarschen Männer, wir verarschen Tiere, wir verarschen alle. Du putzt die Bon für Himmel. Du bist ne schön! Man muss ja hungrig bleiben, ne? Mach mit! Ja! Wir haben es geschafft, den Arztgeber! Yo. Ich steck ihr den Dildo rein, aber scheiße, er passt nicht. Doch ich merk, das ist kein Dildo, das ist eine Palme aus Plastik. Spieß die Fick Sau mit meinem Dick auf, bis die Bitch jault und am Ende bist du schaschlik. Yo, he's Boogie, der fliegende Reporter im Auftrag der Pressefreiheit mit den Homie Fortune und den Arzen Asiaten. Moin. Bombenlaune, Bombenausblick. Wir sind hier in Berlin im legendären Baumhaus-Club, ne? Baumhaus-Café, Baumhaus-Club. Sehr schön hier, Alter. Traum. Mega. Ja, es ist auf jeden Fall eine Freude, zusammen mit dem U-Bahn. Zusammen mit dem Atzenkeeper hier in einer wunderschönen Location. Sehr schön. Wer hätte das gedacht? Wir fühlen uns super. Ja, Fortune, wenn ich ganz ehrlich bin, dich hatte ich nicht auf dem Schirm. Asiaten hatte ich schon auf dem Schirm, also wir haben uns nämlich noch nicht gesehen. Nee, das stimmt. Wir haben uns noch nicht gesehen, ne? Du kommst aus Hamburg, Bro. Ja. Hamburg City, da war ich am Wochenende. Deswegen sind die Augenränder hier noch ein bisschen von der Reeperbahn. Ich sag nur 1-Meter-Bahn. Nee, Spaß. Ey, ja, du kommst aus Hamburg, ja? Und bist jetzt hier wohnsässig oder was führt dich zu uns? Ich komme aus Hamburg, genau. Ich bin so richtig auf teuer mit dem Flixbus hierher gefahren heute Morgen, ne? Und wir haben jetzt hier heute Interviewmarathon. Irgendwie 5 bis 6 Termine und deswegen sind wir jetzt hier. Aber ich wohne in Hamburg. Ist mir erstmal voll die Ehre, dass du den Weg auf dich genommen hast. Wie bist du gekommen? Also jetzt frei nicht hier Sauereien angespielt vorhin auf das Café, wo wir waren. Nein. Sag mal, jetzt mal ehrlich, wie fährst du mal runter? Ich fahre mit der ICE, das geht am schnellsten. Ja, ich fahre mit dem Flixbus, ne? Oder hier mit Blablacar, so richtig schön schäbig. Ey, so wie man das macht, wenn man richtig broke ist. Und so ich zahle. Ey, ich darf gar nicht erzählen. Ey, das ist Marvin. Hi Marvin. Du, ich darf gar nicht erzählen, was mir passiert ist. Ich habe am Rückweg, ja, habe ich vom ICE am Wochenende. Ich glaube, das müssen wir jetzt schneiden, wa? Nee. Und Asiate, du bist Bautzner aus Leipzig in Berlin. Ja. Oder halt es jetzt richtig? Ja, so in etwa. Also ich komme aus der Nähe von Bautzen, wohne jetzt in Leipzig mit Lumara und bin heute auch mal hierher gesteppt für den Interviewmarathon. Dann gib mal deinen Senf dazu, weil ich kenne den Bautzner Senf. Also in Bautzen, alles was man kennt, und ne? Man verbindet Gelb und Braun. Mit Bautzen. Stimmt. Nee, ist wirklich so. Gibt's viele Faschos. Ja. Liebe Grüße. Arbeitet er ja auch auf dem Hat er so ein Asiat ein Problem mit den Arzt? Nee. Bist du oft on the run oder so? Nee, gar nicht mehr. Nicht mehr. Früher schon, aber jetzt gar nicht mehr. Also die Wogen geklettet. Wir sind jetzt cool mit den ganzen. Schön, freu mich. Aber was heißt cool? Man gibt sich halt ja Leben und leben lassen. Genau. So ist genau. Der Film, Baby. Genau. Ja, ey, du machst schon vor langem Musik. Bist ja ein Battle-Rapper. Ja. Ich bin ja ein Bassbox. Es gibt keinen Battle-Atze. Ja. Ich bin ja auch ein Battle-Rapper. Also alles ist Battle. Ja. Leben ist ein Battle. Aber du machst das in ein paar Jährchen länger. Also ich habe, glaube ich, 2005 so angefangen, da hast du wahrscheinlich schon dein 10. Album released. 2005 war Geballte Atzenpower mein 4. Solo, glaube ich. Siehst du? Das habe ich umbenannt, es hieß erst Geballte Deutsche Power und das wollten sie ja umbenennen. Das, da haben die Vertriebe nicht angenommen, ist ja rechts gewesen, da musste ich es Geballte Atzenpower nennen. Ja, aber? Aber so war das dann. Nein, immer so auch wie Beteilt der Neger in mir und so. Das sind so Sachen, das ist so Berliner Sprache und da sollten sich ja auch außer Berliner halb, außerhalb Leute gar keine Gedanken drüber machen. Unsere Sprache, wa? Und das ist ja unfassbar. Weil du hast ja auch wieder was gesagt, dass irgendwas geschnitten wurde vorhin in der Radioshow, wa? Ja. Beziehungsweise wir sind dann bei Vis-a-vis noch. Vis-a-vis! Ist es Visa, die da am Eingang steht, ja, oder Visa, die mir den Kopf verdreht? Nein, Visa. Visa. Ah, Freitag ist sie nieder. Ja, nee, wir haben da, man hat immer so Wunschsongs und ich glaube, also sie hat da nichts dazu gesagt, aber wir haben uns auf jeden Fall vom Beteilt, Grüße, Atze, haben wir uns der Neger gewünscht. Jetzt spielen die Bootsy Collins, I'd rather be with you. Ihr steckt hier alle unter eurer Decke, wa? Ihr wollt mir das schön machen, wa? Ich bleib hier. Wir wollen es dir gemütlich machen. Ja, Manu. Ja, Boogie ist auf jeden Fall gut drauf. Ist geil Humor. Ja, Mann. Euch hat aber, wir sind ja eigentlich hier bei einem Grundthema, ist nicht, weil es so gemütlich ist.
Eigentlich sind wir hier weit zu gemütlich, das können wir ehrlich sagen jetzt. Aber du hast hier gerade ein Interview gegeben mit Fortune und ihr habt ein Collabo-Album gemacht. Genau. Bang Shui. Geil. Bang Shui heißt das, es kommt am 18.8. Also ich weiß nicht, wenn ihr das Interview seht, ist es vielleicht raus oder noch nicht. Auf jeden Fall kaufen. Ich glaube, wird eh alles geschnitten, wa? Ja, von daher, wir haben ein Album gemacht zusammen und das ist sehr, sehr schön, niveaulos, frauenverachtend. Kannst du dich an den Satz jetzt nochmal erinnern da? Hm? Welchen? Niveaulos, frauenverachtend. Ja, wir haben immer gesagt, Bang Shui heißt, ich fick das Stück, doch die Tat wird danach ins rechte Licht gerückt. Ja, so kann man das gut beschreiben. Ja. Also Intensivtäter aus Überzeugung sozusagen. Ja, was kommt da auf mich zu? Ich hole mir jetzt die Bang Shui CD von Fortune. Ich krieg ja geschenkt von Asiaten und Fortune, weil ich sie mit Weed besteche, mit Pressefreiheit locke, die keine ist. Und ihr habt ja mein Mixtape geschenkt bekommen. Ja. Nee, Spaß. Was kommt da auf mich zu? Was kommt auf mich zu? Ja, das ist ja eben unglücklich gelaufen. Du hast eins gut, am Kameradenweg hast du den Gut-Train. Das ist gut. Gibt's noch einen Blowjob von der Crack-Hure und einen Bonkopf dazu? Ein Brojob. Brojob! Nee, was kommt da auf dich zu? Also wir nehmen auf jeden Fall alles auf die Schippe, wir nehmen uns nicht ernst, wir verarschen uns, wir verarschen Hip-Hop, wir verarschen Frauen, wir verarschen Männer, wir verarschen Tiere, wir verarschen alles eigentlich, was da ist. So, weil wir wissen, im Hip-Hop kannst du dir im Prinzip alles erlauben, aber es wird dir nie was übel genommen. Außer das N-Wort. Ey, glaub mir, das J-Wort rasiert nochmal, das J-Wort. Ja. Atzenkieber, guck mal, wie behindert ist das? So, nein, das ist das. Wie behindert ist das? Man kann Behinderte beleidigen, man kann alle beleidigen, keiner sagt was. Aber sobald du das N-Wort sagst, alle, nee. Was ist denn das? So, hey, sag mal das J-Wort, dann gibt's noch mehr Ärger. Hey, genau, dann gibt's auch Ärger. Aber warum? Aber Behinderte beleidigen, das okay. Das geht dann. Jetzt für genau, für Rap-Update. Alles Ehrenmannsöhne, ne? Ja, ist so Ehrenmannsöhne. Ist das neue. Ehrenmann ist das neue Hurensohn. Alles. Ey, bei mir schreiben die immer unter meine Seite Ehrenmann. Ich dachte, die meinst nicht. Weil die alle behindert aber sind. Aber Ehrenmann Sohn. Weil, weißt du, du wirst heutzutage. Du wirst für alles heutzutage Ehrenmann genannt. Ja. Man postest ein Bild, wo du ein Album kaufst. Ehrenmann schreiben alle. Das ist kein Ehrenmann. Das ist so ein neues Modewort. Genau, das ist so ein Modewort. Und wir sagen, weil jeder Hurensohn Ehrenmann genannt wird, ist Ehrenmann das neue Hurensohn. Deswegen sagen wir, es sind alles Ehrenmannsöhne. Hashtag Ehrenmannsohn. Dann wäre Atze das alte Hurensohn-Ehrenmannwort. Weil Atze früher wurden alle Atze genannt. Digga, Atze ist geil. Ja, aber du hast ja Atze zu jedem gesagt. Der Atze ist auch ein Arschloch. Also wenn dir einer die Kamera jetzt klaut, sagt, oh, der Atze ist mit meiner Kamera durchgerannt. Oh, der Atze hat mich geklaut. Oh, der Atze ist der Beste der Welt. Aber Digga, ihr habt der Atze etabliert, oder? Das habt ihr doch damals, oder? War das so Frauenarzt? Vor uns Atze gab's kein Atze. Sag ich doch. Danke. Ja, ist so. Atzenfaktor 100%. Digga, das war so. Ihr habt unsere Jugend geprägt, Digga. Ja. Aber unsere Jugend, die neuen Leute, die kennen euch gar nicht mehr, die kleinen Scheißer. Viele Wörter kamen ursprünglich aus Südberlin, wie Fremdschämen oder Hammer oder Atze. Ja. Aber nicht das N-Wort und das J-Wort. Das lassen wir uns nicht diesmal zuschreiben. Aber ich muss dann noch dazu sagen, das hier. Das F-Wort. Nee, das für Fidschi. Genau. Wie viele Leute haben mich so genannt? Reisfresser, Fidschi, das geht alles klar. Aber ich darf nichts gegen. Ich kann auch ein Wort asiatisch. Den Taipuff sagt immer, Nini Buddha, die Kaka. Jetzt mal Spaß beiseite. Nick Macke. Lass uns über Musik reden, weil sonst kommen wir egal nicht auf den Punkt. Nee, wir verstehen uns gut. Super Sportmedizin. Wie hast du dir jetzt ein Blättchen organisiert? Ich hab den Agenten gebaut jetzt. Ey, du bist knacki, wa? Was? Hast du gesessen schon mal? Nee, jetzt ehrlich, du bist ja richtig der Knastazi hier. Gefällt mir richtig. Ich war in der Ausnüchterungszelle so. Da hab ich aber mal gesessen. Aber du hast Skills, also du kannst wie ich. Ja, du hast Skills, also du bist da nicht verloren. Wenn du jetzt schon aus der Kippe dir schnell ein Blättchen machst und deine Purkippe, gefällt mir gut. Du musst schnell raus. Der hat viel Bus gebaut früher. Das Album. Die auch in die Lehre gehen. Ja, mach ich gerne. Musst du das Niveau halten, sagst du, oder? Ich versuch's. Ja. Ey, das Album, wie viele Tracks sind drauf? Wer hat produziert? 15 Gibt Tracks. Es ernste Themen? Nein, also keine ernsten Themen. 15 Songs sind drauf auf dem normalen Standardalbum und sonst sind es über 30 Songs. Also mit Bonus. Ihr habt auf einen Longplayer 30 Songs, auf eine CD 30 Songs drauf? Also 15 und dann halt in der, du weißt ja, wie das ist, Box, da haben wir zwei EPs plus nochmal Instrumentals, also insgesamt über 30 Dings, aber Instrumentals kannst du ja nicht zählen, aber so auf jeden Fall zwei EPs noch zusätzlich und so, aber auf dem normalen Standardalbum sind 15 Songs. Schön. Ja. Schön. Ja. Habt ihr 15 Songs gemacht oder sind da noch mehr Songs entstanden und das ist die Creme de la Creme? Genau. Ja, wir haben da auf jeden Fall erst die Songs fertig gemacht und dann haben wir die Features geholt, unter anderem. Es gibt noch eine Bonus-CD auf der Box. Genau. So, da sind auch mal ein paar mehr Features drauf. Remixes praktisch von den alten Sachen mit neuen Features
Und auf der richtigen CD ist mit drauf Blockmonster, Rako, Blut und Kasse und Lumara und Green. Und Green. Diesen, Green K, nee, ich bin noch Green. Ja. Der hat meinen Namen geklaut. Also, nee, also ich habe ja alle auf dem Schirm, Props und alle, aber wer ist Green? Green ist ein sehr guter Freund von uns aus Mannheim. Der MG. Macht, ja, ja, ein sehr, sehr guter. Der macht auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Hippie-Kiffermusik, aber richtig, richtig krasser Typ. Solltest du mal auschecken. Green, aber mit 3 E. Na? Cool, check ich aus. Der ist ja, ja sehr cool. Grüße an Lumara. Ja, Grüße an meinen Schatzi. Ja. Top Frau. Okay. Ey, wer war für die Beats verantwortlich? Street Classic, Olli Bagno. Olli Bagno, mein Homie. Yeah. Olli, zum Bagno. Olli Bagno, das ist unser Labelkollege. Mein Homie. Ah, yeah, ey, dann wir Friends. Yeah. How many others happen? Ja, ey, nee, ey, geil, der macht Beats. Geil, vielleicht abchecken. Nee, also Olli Bagno, aber richtig krasse Beats. Ist ja auch als ein Paar drauf? Nee, der hatte keine Zeit, weil er selbst, der war ja auch bei dir vor kurzem im Interview. Und er hat einen freien Freitag und der ist nicht da. Hey, nur der Filter gibt die Bilder. Nur der Filter gibt die Bilder. Immer rauchen bis zum Schluss. Nur der Karton macht den Gong, Baby. Ja, ist so. Ja, was geht, geil. Ja, Mann, Alter. Ja. Super, bestes Interview. Wer hat es noch produziert? Sebastian Mitchell. Street Classics, größtenteils. Sebastian Mitchell ist ein Kumpel von Mo Mitchell oder ist es Zufall? Nee. Sind Brüder. Sind Brüder. Alle Menschen sind Brüder. Nein. Das stimmt, das stimmt. Aber die beiden nicht. Okay, ja. Den größten Teil haben die Jungs von Street Classics. Simon, ne? Ich sage euch jetzt mal alle in die Runde. Grüße. Das sind auf jeden Fall richtig krasse Leute. Die solltet ihr mal auschecken. Auch alle. Die, also auch die Beats von Bagno und die Beats von Sebastian Mitchell. Die solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Gehen alle nach vorne. Es sind alles Sachen, die zum Entertainen da sind. Da ist kein tiefgründiger Song dabei oder so. Und Daniel Sluger. Ich wollte euch gerade total fragen. Total das Fragen auch. Die Beats sind alle so... beschreibt die mal hin, gebt mal ein paar Infos. Also es ist nicht so ein Neumodel, also wir haben einen Song drauf, da ziehen wir Trap ein bisschen durch den Kakao, aber ansonsten sind es alles richtig schöne, Boom, sind Bretter, sind rough, 90, sind so, geh nach vorne. Geil. So, und, also Golden Era Style. Ja, nicht so experimentelles mit bisschen so wie Schläge für Hip-Hop, so die Richtung sowas. Also ja, von Hollywood Tank und Favorite. Genau, so bisschen so die Richtung. Wenn man so fragen würde, für einen von außen, was oder einen von innen auch, was euch beeinflusst hätte, ja, auf die Frage, wie zum ersten Mal zu Hip-Hop kam, werde ich später zurückkommen, aber was von der Musik so, was beeinflusst euch da so, was waren eure Einflüsse in der Jugend, in der Kindheit? Ganz am Anfang, erster Typ Savage, auf jeden Fall, weil ich einfach das gefeiert habe, dass so richtig schön asozial war, richtig schön drauf geschissen, einfach rausgehauen, LMS, Haus und Boot, so Rhyme und Simon, Digga. Dann später, Rhyme and Simon auf jeden Fall. Lass doch Rhyme and Kid, du kennst Rhyme and Simon. Ey, alle Getränke auf mich. Der ist cool, Rhyme. Wir sollten letztes Wochenende zu seinem Geburtstag kommen, wir konnten leider nicht, weil wir weiterfahren mussten. Ja? Aber wir wären gerne gekommen, Simon, wir wären gerne gekommen. So, also das waren so unsere Helden der Jugend praktisch, ne? Definitiv so. Und wer noch? Agro Berlin damals, KIZ. Mach One. Der alte Punker ist mein bester Punker der Welt. Mein Bruder. Christoph, ich liebe dich. Wo ist mein Tattoo, Baby? Ja eben, wo ist das Tattoo? Du wolltest mich auch tätowieren, Digga. Ja. Und ja, die ganzen Leute von Hengst, hier auch die ganzen Bassbox-Leute. Ach, nochmal bitte. Wen meintest du gerade? Die ganzen Bassbox-Leute. Ja, nochmal. MC Boogie zum Beispiel. Der Achsenkeeper, der großartige. Der läuft ja wie ist mir ein Blumenpflücken, Freunde. Also kauft das Album, ich hab's schon gehört, ich lasse den ganzen Tag spielen bei mir. Nein, Spaß, ich kenn's noch nicht. Nee, also wirklich, ihr habt auch viel aus meiner Ecke, so waren die Einflüsse. Savage sind ja alles Leute, macht eigentlich, ist ja eigentlich alles. Eigentlich sind ja alle, die du gerade genannt hast, ist ja mein altes Umfeld. Ja. Eigentlich alles, ich war auch sehr stolz, letztes Jahr hatte ich auf mein letztes Album, war auch Rhyme and Simon zum Beispiel. Geil. Und davor war auch Mach One und so. Ob der noch aktiv ist, der Rest ist ja noch aktiv, aber Rhyme and Simon, was macht der, habt ihr da Infos? Mit den ganzen Leuten, mit Vokalmatador. Die Säcke haben sie gemacht. Die Säcke auch, Rhyme and Simon macht er da mit? Rhyme and Simon macht da mit. Cool, Prof. Simon, Vokalmatador, Krille, also hier Vokalmatador, Kalle, Big Baba, Blätter Pi. Der Voki ist ja mein Lieblingsmenschen auch, muss ich mal sagen an der Stelle. Eigentlich immer jedes Jahr Splash mit Rhyme and Simon und den Jungs da chillen und einfach ein bisschen asozial sein. Das ist immer super. Falke mir. Warte mal, Freunde, mal was trinken hier schön. Getränk hier auf meinen Nacken. Sehr gerne. Wir trinken was in Cola, schnell. Wir machen ganz Edelbe kaputt. Er trinkt ein Reisbier. Nee, ein Bier, ein normales Bier, oder? Was trinkst du denn? Cola Light. Ja, wirklich? Ja. So, ich würde schon was Alkoholisches trinken. Ja, was denn? Ja, irgendwie ein Gin Tonic oder so. Ja. Super. Bruder, hallo? Entschuldige bitte, könntest du uns was ranbringen oder ihm was bringen? Eine Cola Light bitte
Ein Gin Tonic. Nein, normale bitte. Ein Gin Tonic. Mit einem Bier. Und ein Bier. Habt ihr Reisbier? Oder ein Lischi-Wein? Danke. Okay, wo haben wir stehen geblieben? Ja, aus meinem Umfeld die alten Arzt. Ja, geil. Geile Sache, geile Sache. Ey, dann ist schon mal der Einfluss geklärt. Dafür sind wir verantwortlich. War also, wenn ihr Probleme mit den Jungs habt, gibt der Schuld die Bassbox, blame it on the boogie. Oh, geil, jetzt wird's ja richtig funky, funky. Du putzt die Bon für Himmel. Du bist ne schön, bist ne schön, dumm. Quatsch so viel Scheiße herum. Deine Nase ist hängen und deine Titten hängen. Dein Geruch ist streng, die Arzt wissen, was du putzt die Bon für mich, Baby, Baby. Ja. Das war so geil. Oh, wir haben das ganze Interview nicht aufgenommen, normal. Nein, Spaß, wäre ein Albtraum. Albtraum wäre es. Albtraum. Ja, und wann, wie alt sind die Herrschaften, wenn ich fragen darf? Weil so, die Asiaten, die seid immer so konserviert. Ja. Was, guck mal, weißt du, vorher muss ich dem. Also, er könnte jetzt ganz ehrlich zwischen 18 und 30 sein. Pass auf, ich muss vor. Sport er wird auch immer beim Zigarettenkauf, wird er immer nach Perso gefragt. Wir lachen uns die Eier weg, wirklich. Also, ja, was schätzt du denn? Was schätzt er, ich sagte, ja. Ich weiß jetzt vom Niveau auch, vom Wissen, wie er redet, schätze ich auf 26, 27. Älter. Älter noch, ja, okay. Und ich, was jetzt? Auch so Ende 20. So, oh, danke, Bruder, danke. Nee, genau richtig. Wir sind bezahlst du die Getränke jetzt, wa? Ich bin 29. Schön. Also, wir sind 88 Baujahr. 88, cool. Ja, genau. Also, ja, alles Drachen. Also, wir haben jetzt auch N-Wort gesagt, das J-Wort gesagt, das F-Wort gesagt, das S-Wort gesagt. Aber die 88 hat nicht mit Politik zu tun, das ist ihr Baujahr. Ich bin 79, genau, jetzt ist Baujahr. Baujahr, Baujahr, wir machen keine Blättchen, Baby, Baby, Scheiße. Ja, wisst ihr noch, wann ihr zum ersten Mal mit der bezaubernden, Gott schütze sie, so geliebten Hip-Hop-Kultur in Verbindung gekommen seid? 1998, 99, so durch. Tupac, Eminem, so die Klassiker unserer Zeit, ja. Du, Fortune? Ich weiß, ich glaube, als mein bester Tag rausgekommen ist. Und da habe ich mir dann die. Ja. 2-1 oder 2. Da, damals, ich glaube, so 2000 kann sein. Ja, warte mal, wie lange ist das jetzt her? Nee, ich glaube 2002 oder so. Ach, 15, so, ihr wart schon so alt, ja? Ja, ja. 5, als ich die Scheiße angefangen habe gehört zu hören und Run DMC nachzumachen. Ich habe davor nur Tom Jones gehört und Rock. Ah, Rock, Sachs, Disturbed habe ich gehört. Disturbed, beste Band. Wahrscheinlich das, was deine Eltern und großen Brüdern gehört haben, wa? Ja, stimmt. Damals auch Scooter, weil mein Bruder das gepumpt hat. Ne? Immer so die CDs, die der Bruder dann auch gehört hat. Ne? Und irgendwann hat man dann seinen eigenen Einfluss gehabt, sozusagen. Und, oder beziehungsweise hat man dann seinen eigenen Stil gefunden. Und seitdem eigentlich nur deutschen Rap eigentlich. Wenig amerikanischen Rap, viel deutschen Rap. Wenn dann Method Man, Redman, sowas. So, ne? Ich hatte Mozart und Two Life Crew jetzt, wirklich. Okay, Mann. Wart ihr auch mit anderen Elementen noch vertraut? Oder habt ihr mal gebreakt, habt ihr mal gesprayt, habt ihr mal aufgelegt? Probiert auf jeden Fall. Also ich war Breakdance hat mir gar nicht gestanden. Und obwohl die Asiaten eigentlich dafür gemacht sind. Knochenbrüche beim Versuch? Nee, das zum Glück nicht. Aber auch Graffiti, ich war dafür nie. Ich war immer schon Großmaul, ne? Und deswegen lag das am nächsten, weißt du? Hip-Hop zu machen. Und das habe ich halt auch gefeiert, diese ganze provozierende Scheiße. Gerade hier, was haben wir? Es ist Sommer, mich hört die Sonne aus dem Arsch. Die mit Orgi, Hengst, diese ganze. Ich war mit 10 schon Notgalin in der Schule und schaute meine Lehrerin ständig unter den Rock. Ich bekam meinen Ständer und schrieb nur Sechsen. Sex lenkt ab, also Standardschule schwänzen. Bester Text, wirklich. Wo ist das Sperma? Pisse, Kotze und Kot, riecht alles Rotlicht, Rotlicht. 80 zu teuer, 50 okay! Ficken ohne Gummi, nur bei Orgi in Puff. Ja, die schönste halt Straße von Berlin, die Düppelstraße. Props an Orgi, egal wo du bist. Ja, ehrlich, ja. Ey Jungs, ey, also ihr seid ja, ihr habt ja auch, also eure Grundschule war ja auch schon ein bisschen Elite-Gymnasium. Wenn ihr mit Bassboxen aufgewachsen seid, habt ihr die Elite kennengelernt. Ganz da, das ja. Wir alles, da kann man nicht geprägt werden eigentlich. Was soll ich nur sagen, wa? Jetzt sind wir hier zusammen. Kein Autotune, Digga. Damals war alles nur Straße, damals war wirklich alles rough. Bei dir war es Feld, Reisfeld. Bei mir war, damals war alles Feld, Digga. Ja, Reisfeld, Digga. Audio-Tune, wa? Was wollen wir ohne geknackte Autos tun, ne? Ja, ja, also bei uns werden viele Autos geklaut im Osten. Ja. Und, und Senf. Für Bautzen. Bautzen ist legendär. Ja, Mann. Ey, du hast gesagt, ich war mal am Bautzen, mein Konzert, Asiate, oder da gab es Fotos? Nee, in Karlau warst du damals. In Karlau? Das war, glaube ich. Karlau, die dicken Kinder von Landau. Nee, Karlau. Warte mal, das warst du mit Frauenarzt, warst du da? Pornomafia war das, glaube ich. Kommst an Karlau.
da warst du. Stinkbesoffen bestimmt, wie immer. Stinkbesoffen. Und da immer. War, da die war ganzen 90 Jahre war ich stinkbesoffen. Ich weiß doch gar nicht, ich sag, ich bin Legende, ich weiß doch nichts, Mann. Aber Boogie war ja immer damals, du bist nach einem anderen Film gefahren, den ich laufe durch Kreuzberg mit Oberkörper frei und einer Machetes-Film, weißt du? Genau. Und ich wollte damals als kleiner Scheiße so ein Foto, ey Boogie, können wir ein Foto machen? Und du hast damals mit irgendeinem Frauenarzt, glaube ich, dich unterhalten, hast gelacht, ey Boogie, können wir ein Foto machen? Automatisch, immer, egal wo. Immer böse geguckt. Und ich dachte so, okay. Deswegen ist es umso schöner, dich jetzt so lachen zu sehen und durch die Interviews zu hüpfen. Das ist geil, Humor. Ja. Muss man zum Finanzamt. Schön, wenn man nichts mehr weiß, wenn man nichts mehr weiß von früher, wenn man nichts mehr weiß und dann immer ein Stück Vergangenheit gesagt bekommt. Und investiert in schlechte Taten, Muskeln und Tattoos, die können sie nicht fänden, wenn sie abschmücken kommen. Ja? Ist so Asiat, oder Fortune? Bei mir bitte das wieder. Dankeschön. Das ist ganz lieb von dir. Dankeschön, ja. Das ist ein was fehlt noch, ne? Ja, kommt es schon. Ja, eingedeutscht. Integration. Integration, ich, deutscher Mann. Total nett von dir, danke. Super. Vielen Dank. Ein Traum, danke. Ich gehe einschütten. Oh, du machst den gut. E-Mail einschenken, sehr gut. So, Jungs, warst du nicht umgehen oder was? Was bist du denn für ein Freund? Ey, Entschuldigung. Achso, ich dachte, jetzt hast du mich angemacht, weil ich schon getrunken habe. Nein. Ich habe so Zuckerfleisch. Bei dir niemals, nicht beim Arzt. Ja, Jate. Borussia Fortune. Prösterchen. Auf den Atzenkeeper. Magst du das eigentlich, wenn man dich so nennt? Oder bist du lieber Boogie genannt werden? Ich finde Atzenkeeper ist einfach die beste. Also erstmal, ihr habt ja die Presseerklärung gesehen. Ich heiße ja jetzt seit kurzem nicht mehr MC Boogie. Also nicht wegen Patentrechten, aber ich habe einfach gesagt, ich heiße wieder wie früher mein Name, mein Künstlername, Unfassbar ja, Solo. Das passt besser zu mir. Unfassbar ja, Solo, ja. Unfassbar ja, Solo. Weißt du, Orgi wollte sich mal lauter nennen. Ja? Hat er früher gesagt, jetzt ernsthaft. Weil immer noch auf der Bühne steht, schreien die Leute lauter. Ja, damals, brennt den Klub ab. Brennt den Klub ab. Ach nee, mal, Alter. Ey, kommen wir aber mal zu eurem Album bitte nochmal. Wir hatten jetzt ja den Produzententeil durchgesprochen. Habt ihr Features? Ja, wir haben ja gesagt, das ist Blockmonster, Rako. Ey, ich bin so blöd, ey. das ist Bassbox hier, TV Straßensound. Ich wiederhole mich auch immer. Er erzählt mir immer Geschichten, erzählt immer Anekdoten aus seinem Leben. Und dann geht er so, ja, und guck mal, weißt du noch, damals, da saß ich da mit Zawasch auf dem Kamel und dann kam der da angeritten auf einem. Guck mal, wer da ist. Oh, Visa, es ist Visa, die da am Eingang steht. Visa! Ja, da sind wir ja noch. Wir sind schöne Grüße an Visavi. Oh Gott. Als ich den das erste Mal sah. Digga, du kennst alle, die Klassiker, ne? Gut, ich meine. Nein, also es ist auf jeden Fall richtig schön, dass Blockmonster mit drauf ist. Da haben wir auch Block ganz. Ey, Block hat heute Geburtstag! Stimmt! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Block! Happy Birthday to you! Yeah, Baby, eine Liebe! Wir haben mit ihm gedreht jetzt hier letztes Wochenende. Da kommt. Einer klatscht jetzt der Marvin. Ich habe ihm vorhin einen Pfund dafür gegeben. Ich weiß ja nicht, wann das Interview rauskommt, aber vielleicht ist das Video dann schon da. Wir haben ein schönes Video gedreht mit Block und Rako. Ne? Kommt jetzt noch auf jeden Fall eine. Vierer gespannt? Ja, genau. So richtiges Vierer gespannt. Der Track heißt wie? Erzähl mal was. Mach deinen Dreck heißt der. Mach deinen Dreck. Also richtig schön so. Wir wechseln uns ab. Bam. Battle also, auf die Fresse, Tech ja, Team. Richtig, einfach richtig. Ne? Da ist auch dein Hauptprogramm. Was willst du auch dann anderes machen, ne, mit Block und Rako? Das muss in die Fresse gehen. Ihr wisst, Herr Rako kommt aus dem besten Bezirk der Welt. Woher kommt er denn? Mal Fangfrage, Freunde, aber aufgepasst habt. Plankwitz. 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 Komm nochmal, das schneiden wir. Woher kommt ein Rako? Oh, Asiat, habe ich da eine Mücke hier am Hals? Woher kommt ein Rako aus welchem Bezirk? Digga, ich keine Ahnung, Bruder. Ich stehe auf dem Schlauch. Langwitz, Mann, Langwitz. Mit einem Interview? Hallo Visavi, wir rufen dich die ganze Zeit schon. Ja. Ich habe dir zu Ehre schon einen Freestyle gerade gemacht. Ach, wirklich? Ja. Wow, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich hoffe, es war ein guter Freestyle. Ein Meter besser als bei Atzenkalle. Dann wollen wir dich weiter stören. Sehen wir uns später. Ich will euch auch nicht weiter stören. Ey, du bist eine Bereicherung für das Video. Ich habe gerade schon gerochen, dass es hier sehr nach Gras riecht. Ja, Lisa, ich habe das beste Gras dabei, leider aber keine Blättchen. Hast du zufällig leider Blättchen? Nee. Ach, deswegen, okay. Ich kann leider nicht kiffen. Das ist hart, das ist scheiße. Aber ey, habt noch Spaß, wir sehen uns ja gleich und wir dann auch nochmal. Peace in the Middle East, ciao, Lisa. Ciao. Okay, wo waren wir stehen geblieben, Bro? Der Bezirk. Aus dem Ja, ich komme aus Langwitz. Also Rako kommt aus Langwitz. Rako habe ich hier rausgebracht. Sein erstes Album mental hat. Nee, halt.
Du bist nicht der Arzt, Plankwitz. Wenn der Kontrolleur fragt, sag ich mal, komm aus Plankwitz, das gibt's nämlich nicht. Nee, der kommt aus Plankwitz, der kommt aus der legendären Mau-Mau-Siedlung, ist einer der Herzenssiedlungen bei uns im Süden. Kommt der Rakuya, dann habe ich ihn damals sein erstes Album ihn rausgebracht, Mentaler Kriegszustand. Und dann war ja, ist halt so blocklang. Rako ist auch ein er sieht sehr, sehr jung aus noch. Aber ein alter Hase, der ist auch nicht viel, viel jünger als ich, der ist so 35, 36. Jünger ist der kleine Rako? Ich glaube, auch so 33. Ja, Anfang 30, aber als einer der besten Rapper der Welt. Also der Welt, Flow-Maschine. Was er bei uns so einen Track gemacht hat, also was die beiden bei uns einen Track gemacht haben, auf einen untypischen Hirntod-Beat. Aber die haben wirklich rasiert. Wirklich, gebt euer Feedback. Ich weiß, wir sind Spastis, aber Block und Rako. Uns dürft ihr gern Block scheiße... Block wird vor, noch ein Tor. Uns dürft ihr gern scheiße finden, aber Blockmonster und Rako, die könnt ihr nicht scheiße finden. Dann seid ihr richtige Ehrenmannsöhne. Tief im Wald, so. Tief im Wald. Ah, bin Block. Rako. MC Bogo, da ist ein Keepman. Der Asiate, du hast die Glisten. Oh Mann, als Battle-Rapper kommt man auch vom Battle wahrscheinlich, wa? Ja. Hast du da einfach in deinen Kreisen angefangen zu betteln? Bist du auf James gegangen? Ja, Fortune zu dir, komm mal, du hörst hier nicht. Das ist wie bei zwei Kindern. Muss man aufpassen, dass beide genug Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ja, genau. Ja. So ist das. So, nicht, dass ich noch mucksch werde hier. Ne? Ja, das ist ein komischer Geruch. Ach, du bist es. So, ich bin das. Das ist Milch. Ich dachte schon, Geschmack Alter, Milch. Klar, ich dachte schon Senfgras. Nein, so auch süß riechen jetzt, wirklich, Mann. Nein, früher gefreestylt, also so Freestyle-Jams. Aber da habe ich richtig... Früher, wie alt warst du? Oh, Digga, da war ich 17 so. Wie alt warst du, als du 17 warst? Nein, das machen wir nicht normal. 17 warst du, Logo. Ja, da hast du angefangen zu freestylen, wie ich. Das ist ja lustig. Genau. So 2004 die Sachen so. Und ja, und das ist halt, aber es hat mir nicht gelegen. Es war nicht so hast meins. Hast du auf Deutsch angefangen? Ja, nur Deutsch. Klar. Digga, nur Deutsch. Und aber das hat nicht gelegen, das Battlen. Nee, es hat mir nicht gelegen. Weil ich finde eigentlich, du bist ein starker Battle-Rapper ja, auf den Alben. Normal. Aber die Show und dir ist vor die Fresse und du wolltest dich lieber vorbereiten, die Raketen. Genau, schreiben ist halt anders als, also ich ziehe meinen Hut vor so Leuten wie Fahrt oder K1, die das halt aus den Ärmeln so schütteln. Auch du kannst auch gut freestylen. Und ja, ein bisschen. Aber ich erwische dich immer wieder. Die Punchlines geschrieben kommen immer wieder lieber. Höheres Kaliber, bessere Form. Manchmal bei Battles verloren im Sturm. Atzenkalle im Osten, schreit der Boogie. Wir sind hier im Westen. Oh, stimmt, Atzenkalle. Ja, Cops kommen mit Westen, keiner will testen. Nee, Spaß, ich weiß, was du aber meinst. Weil auch gerade, wenn man einen Text im Kopf hat, will man ja in dem Moment den Zuschauer, den Hörer, den besten Rap geben. Und dann, aber der Freestyle ist ja oft ein bisschen das Niveau nicht so krass wie... Es ist schwer, weil das ist halt dann eben, der Unterhaltungsfaktor muss halt einfach stimmen. Und wenn du jedes Mal dann immer... Ich komme aus dem Haus und drüben deine Frau und ich schlag dich blau. Ja, so, aber mehr kannst du ja auch nicht. Alter. Ich kann nicht mehr, aber deswegen lass es ja auch. Und so ist halt schöner, also ein Doppelreim oder irgendwas. Es klingt dann einfach schöner. Und den Gegner richtig zu vernichten, ist halt besser. So, weißt du, meiner Meinung nach. Sie ist wunderschön. Gracie. Sie ist wunderschön. Visa oder ja. Visa. Ja, also das, ich heiße jetzt unfassbar, ich bin Solo, weil ich ist unfassbar. Nein, ja, Fortune, wie war es bei dir? Also ich habe früher, wenn man das kennt, in der RBA mal ein bisschen gebettelt, da war ich so 18, 19, ne? Und ja, weil ich halt früher halt viel so Battle-Sachen gehört habe, ne? Also das war schon den ganzen Kram halt, ne? Ich gehe RBB als Berliner, aber was ist der RBA? RBA ist so diese Reim-Battle-Arena von den Rappers-In, von Rappers-In war das damals im Forum. Wie war es für Rap am Mittwoch, so eine Battle-Versammlung, oder? Hab ich doch auch gemacht. Also guck mal, wenn man's so, sag ich mal, systematisch anordnen will, dann warst du bei mir erst RBA, dann ist es diese ganze Julians Block VBD-Geschichte. Aber erklär mir bitte, was RBA ist jetzt ohne. Ich bin nicht unhöflich oder so. Ich verstehe es echt nicht. Das ist von Rappers In damals ein Forum gewesen, wo sich die Leute gebettelt haben mit Audio. Rappers In, was ist nochmal Rappers In? Das ist eine Plattform im Internet. Genau, die haben noch jetzt kommen wir der Sache näher. Und dann konntest du Sachen hinschicken und das wurde verglichen miteinander. Gegner, genau. Jetzt verstehe ich. Online-Battle, genau. Okay. Ohne Video, nur Audio. Da kann man ja keine Flaschen werfen. Wie soll denn das gehen? Nee, man kann die nur schicken, so Flaschenpost. Wie alt warst du da? So 18, 19 halt, ne? Und dann, also ich sag mal so, wir sind ja bekannt geworden, wenn man es so nennen will. Weil extrem lustige Atzen seid, wa? Weil wir so lustige Atzen sind. Glaube ich halt. Und weil wir halt bei Julians Block mitgemacht haben damals, so, ne? Julians Block oder Massiv war sauer auf den? Waren irgendwelche Rapper sauer mal auf irgendeinen Julian? Jetzt, da ist jetzt gerade Beef zwischen Julian. Julian Block ist einer wie, so wie Vis-a-vis eine Moderatorin.
Moderatorin ist, ja, ist er auch Moderator. Nein, pass auf, der hat nur nicht so schön. Nee, der hat Battles organisiert, Video-Battles online, bla bla bla. So. Und, okay. Und da war ich halt der Erste, der das gewonnen hat damals. Und das hat damals halt einen großen Hype gehabt. So. Ich bin unterzuckert, so. Kein Weed. Hier, Blättchen, holt uns Blättchen. Und deswegen, Schubschrauber, Blättchen. Ich komme halt aus der Battle-Schiene. So. Daher kennt man mich so. Und wir haben damals mit dem ganzen Kram. Und dann ging das halt los. So, ne? Hier Splash-Auftritt, Hip-Hop-Open eröffnet, den ganzen Schnack. So, ne? Und dann ist es ein bisschen eingeschlafen. Das weiß auch jeder, der mich verfolgt hat. Und jetzt geht es wieder ein bisschen weiter. Ne? Jetzt geht es wieder los. Jetzt geht's wieder los. Man muss ja hungrig bleiben. Ne? Mach mit. Ja! Wir haben es geschafft, den Arztgeber! Ein Graffiti, yeah, baby! Okay, ja, ey, Freunde, mal eine Frage. Ja, jetzt hätte ich es vergessen, ich war von Graffiti geflasht, das ist Hip-Hop. Das ist na. Wenn eine Bahn. Nee, ich wollte mal fragen, was habt ihr, also ich schiebe euch jetzt keine irgendwelche Massaker in die Schuhe und für die Geschichte könnt ihr nichts, aber was habt ihr denn vor 18 so gemacht? Was wart für Jungs? Ihr seid von eurer Schule geflogen. Ihr wart immer rausgeflogen, ihr saßt hinten, hattet ein Pusterohr dabei. Ja? Also kennt ihr es noch? Wer hat Angst vor Moritz? Keiner. Ich gehe hinter die Tafel zurückgeklappt, ja. Wer hat Angst vor Moritz? Alle melden sich. Wer war auch so? Meldet euch, ihr kriegt mir jetzt eine Idee. Nevi, was habt ihr vorher gemacht? Was wart ihr zu Kiddies? Hattet ihr Flausen im Kopf? Ach so, ja, natürlich. Ja, immer Großmaul und alles. Aber das Ding ist weil ja... Ihr habt bestimmt, was war der schlimmste Streich, den ihr gemacht habt? Ja, Digga, man kann das schwer sagen, weil ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, weißt ja, du? Und die schärfsten euch Berlinern kann ich ja nicht sagen, weißt du? Für na, euch ist gut, ich kenn, meine Oma kommt vom Dorf. Ich war auch auf dem Dorf als Kleiner oft. Da sind auch die schärfsten Sachen passiert. Lippoldsberg, da kommt meine Oma sehr, an der Weser. Okay, ja, also bei uns, da ging wirklich nichts ab, außer Kuhstück. Ja, aber Streiche, kein Streich ja. Jetzt hier mal. Ja, oh Gott, was fällt mir jetzt, was haben wir denn Witziges gemacht, Alter? Okay, wollte ich sagen, weil da ist man nicht anonym, stimmt? Also ich weiß, was denn, also wenn man dann so, bei mir war es so, als ich so 18, 19 war auf der Schule, dann haben wir natürlich immer gekifft wie die Schweine, ne, ist klar. Und dann halt immer in der, so unterm Tisch gebaut halt, ne, und dann immer auf Klo gegangen, der eine, und die Hälfte geraucht und dann ist der andere rausgegangen. So, wenn man das als Streich bezeichnen will, ne. Ja, und dann irgendwann wurde es dann mal ein bisschen schlimmer, eine Zeit lang. Aber ich muss sagen, ich habe immer ganz gut die Waage gehalten, so. Also ich habe meine Schule auch zu Ende gemacht, ich habe mein Abitur gemacht, dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und dann habe ich eine Schauspielausbildung gemacht, so, ne? Und habe aber damit noch nichts angefangen. War das für dich so eher, also was eine Ehrensache, aber man musste ja irgendwas machen, wenn man nicht ausgemustert wurde wie ich, wegen Gefangenenbefreiung und ist ja so. Nee, pass auf, mal. Nee, wo hast du aus, ich frage nur, jetzt weißt mal ernst, hast du... Weißt bei der nee. Ausmusterung? Okay, erklär mal, genau, wie du dazu kamst. Ich erzähl dir. Bei mir war das so, ich hatte meine Musterung. Alles war cool, ne? Dann wurde ich irgendwann gefragt bei dem. ich wurde irgendwann gefragt dann bei dem Onkel Doktor, so, nehmen Sie denn irgendwelche Drogen? Ich sag, Drogen? Ich sag, nee. So, zack, T1, so, ne? Dann sitze ich aber unten im Raum und dann heißt es, pass auf, und dann heißt es so, Herr Müller, kommen Sie doch bitte nochmal nach oben. So, ich sag, was ist denn? Ja, Sie haben ja gelogen, so, ne? Bei Ihrem Drogentest. Jetzt kriegen Sie T5. Ich sag, was? Aber warum denn T5? Ich will doch mein Zivi machen, so. Ja, nee, dann müssen Sie nochmal zur Musterung kommen. Und dann habe ich 3 Wochen nur Abführtee getrunken, habe Sport getrieben und nicht gekifft. Und ich schwöre, danach war mein Test negativ und dann habe ich Zivi gemacht. Und mein Zivi war richtig scheiße. Aber warum hast du nicht dann auch voll auf wie ich auf der... Wir hatten hier so eine Anzeige wegen den legendären Straßenschlachten. Gefangenenbefreiung war da auch unter anderem KV. Ich war ja schon wegen 17 Jugendknast. Allerdings nur wegen Graffiti, das ist eine andere Sache. Aber kein Geld für Anwalt. Nee, Spaß. Aber warum hast du denn nicht einfach gesagt, dann mach ich mich mal richtig auf Assi, dann musst du gar nichts machen? Eben. Ich glaube, bei mir. Ja, eben war es ja. Der ist ja voll hohl, der Fortune. Also, wir löschen alles. Soll ich gleich wie nichts zu tun haben? Nein, Quatsch. Verstehe ich nicht. Ich glaube, bei mir hätte es einfach nicht gereicht. Natürlich, also das Ding ist, wenn ich gesagt hätte, ich finde Waffen und so scheiße und bababab, das hätte ich auch von Anfang an machen können. Aber wenn du, sag ich mal, T5 bekommst, musst du ja gar nichts mehr sagen. Dann bist du ja automatisch draußen. Du bist ein Milf- und Granny-Lover, warte. Grannys, wa? Ich wollte auch dahin wegen Grannys, Baby. Ja, das war natürlich immer das Schönste daran, ne? Natürlich, nein. Alle Rapper Milf an, die Gilfander. Wir schubsen die Omas vom Fahrrad, um am Sattel zu schnippeln, wa, Freunde? Da seht ihr alles auf meinem neuen DVD, featuring Fortune Asiata, Anlauf statt Gleitcreme. Ja. Und dann die DVD heißt Mütter sind nicht genug. Ja. Ich bin kein Schauspieler, doch meine Frau sagt, Moritz, bleib treu. Okay. Yeah, rasiert.
Ja. Yes, Baby, Alter. Jetzt kommen wir nochmal zum Album. Wann ist denn das in jedem vernünftigen Plattendealer? Am 18.8. ist es dann. Ab den 18.8. ist es soweit. Könnt ihr die Läden rennen. Kauft den Shit. Sind nur 4 Euro. Mal bitte, jetzt machen wir Spaß. Ich will das gut promoten. Am 18.8. Bang Shui. Genau. März, April, Mai, Juni, Juli, August. Wir haben am 18. August. Genau. Yeah, Baby! Am 18. August, genau, und es kostet nur 420.000 Dong. Das sind umgerechnet 15 Euro und es wird super. Freunde, es wird super. Da gibt der Thai-Puff-Gutschein kann überall eingelöst werden. Genau. Von Langwitz bis Bangkok. Genau. Nur, dass ich. Plankwitz. Ja, den Thai-Puff-Gutschein können Sie in Plankwitz einlösen, wa? In Plankwitz. Jeden Plankwitzer Thai. Die kaufen alle nicht die Box. Die kaufen alle nicht die Box. Ich glaube, wir müssen boxen. Digga, das war. Ja, voll geil. Was soll ich dir sagen? Jungs, ey, über sympathisch gewesen. Ihr seid sympathisch gewesen, wa? Ja, habt ihr irgendwelche letzten Worte? Weil jetzt, glaube ich, kommt ein ganz schöner. Oh, das hat sich rumgesprochen. Die ersten Grannys stehen schon da. Das geht ja schnell. Worldwide Net, Baby, die hat sich rumgesprochen. Ein Spaß, wir fliegen hier raus, glaube ich. Letzte Worte oder was? Letzte Worte? Nein, irgendwas noch. Ey, wollen wir den A Cappella? Wollen wir ein bisschen A Cappella? Oder habt ihr keinen Bock auf A Cappella? Okay, aber wir können ja Battle machen, okay? Voll geil. Das ist der Homie Fortune, Baby. Danke für die Blumen mit dem Asiaten. Das ist die Granate, Baby, Baby. Ich hoffe, ich krieg das jetzt auch hin. Ja. Ich steck ihr den Dildo rein, aber scheiße, er passt nicht. Doch ich merk, das ist kein Dildo, das ist eine Palme aus Plastik. Spieß die fix Sau mit meinem Dick auf, bis die Bitch jault und am Ende bist du schaschlik. Ich steck meinen Schwanz in deinen Arsch und du musst furzen, ganz egal ob Birne oder Apfel, denn da ist der Wurm drin, verstehst du? Dein Vater ärgert's, dass du jetzt einen Haufen Schwänze bläst, will keinen schlechten Einfluss, doch geht los und kauft dir die CD. Holt dich ab nach dem Konzert und fragt, wie es war und du schmunzelst in dich rein. Ach Papa, guck mal, ich kann sagen, was ich will, keine nimmt mehr etwas quer und dein paar Mitläufer laufen immer hinterher. Also fick drauf, ich lass die Sau raus, als wär's Frauentausch, beleidige Moms und werd für diese Scheiße noch bezahlt. Dann kommt die Scheibe in die Charts und wir zwei in deine Stadt, wir reißen alles ab, deine kleine Würze hakt, ja. Sehr schön. Ja, ich mach nichts. Ich kann nur Haushalt. Ja. Alles sauber, Marlen. Haus, Maus, los. Dealer strecken den Stoff, riecht das Chlorophyll im Wind. Zieh die Decke über den Kopf, denn der Horrorfilm beginnt, weil uns der Stoff in das Grab bringt. Auf den Harz für belegt liegt ein rostiger Schlagring. Alarm in der Nacht steht jetzt auf den letzten Stufen. Spider-Man hat kein Netz, um das SDK zu rufen. West-Berlin ist Gossen, Boogie Boss, Berlin Crime. Sagt den Held in Strumpfhosen, für den Job ist er zu klein. Du bist nicht schön, höchstens schön dumm. Quatsch sehr viel Kacke herum. Deine Nase ist krumm und deine Titten hängen. Dein Geruch ist streng. Doch einen Vorteil, den hast nur du. Ich sage dir auch wozu. Komm, putz die Bong. Du putz die Bong für mich, Baby. Ich putz die Bong. Ich doch nicht die. Okay, Alter. Richtig gut, Digga. Richtig also, bevor gut. Wieder wie geht, möchte ich noch mit ihr gerne Kaffee trinken. Ich hau jetzt ab, macht's gut. Nein, ey, das war der Homie Fortune, der Asiate. Boogie, der Atzenkeeper, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß, wie wir hier Spaß hatten bei der lustigen Runde. Jungs, ich wünsche euch viel Erfolg beim Album. Ihr seid echt verdammt, Jungs. Bleibt stabil, Gott schütze euch. Ja, danke dir. Peace danke in Middle East, TV Straßensound. Bam! Bam! Yo, hier ist David Berlin, Was machen wir hier? Ich hab voll gute Laune da. Was ist das mit dir? Ich hab ADHS, ich wollte einfach bleiben, stehen wir auch noch dran. Alles klar. Ja, die erste Mono. Frage, die natürlich 100.000 Mal gestellt wurde, hast du, hat der Kasse dich gefunden. Wie man die auch mal ausspricht.